So, willkommen zurück zu Secret of Mana. Wir sind im Vierjahreszeitenwald und haben hier den Zepplingen wohl dabei geholfen, wieder zurück nach Hause zu finden, in ihr Dorf zurück. Wir haben ja die Minus vertrieben. Victor ist ins Hochland geflüchtet im letzten Teil. Ich will Luna den Wahrsager treffen. Da sollen wir ihn ja auch treffen später. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben ein bisschen die Waffen gelevelt. Wir haben die Zauber auch schon relativ, also auf momentan maximale Stufe. Aber, ich glaube, wir haben was vergessen. Ich schaue gerade nochmal nach, aber ja. Hier hätten wir eigentlich schon ein neues Basis-Item haben müssen. Das gehe ich mal eben kurz holen, denn das haben wir tatsächlich vergessen. Beziehungsweise ich. So. Das gehen wir relativ schnell geholt. Wir haben nämlich den Hammer vergessen. Nehmen wir. Weil ja auch hier jetzt die ersten Gegner sind. Das ist mir nämlich im letzten Part dann doch aufgefallen. Wir sind ja klein geworden. Da, eigentlich kann man das heilen, ohne Heilkeule zu verwenden. Brauchen wir aber den Hammer. Den hatten wir auch gar nicht. Heißt, gehen wir jetzt mal eben fix holen. Den werden wir sowieso später brauchen. Aber gar nicht weiter. Da, genau das hier meine ich. Das Waffenlevel ist gestiegen. Bogen erreicht Level 2. Okay. Bogen Level 2, ist das schon das... Ist das jetzt gerade gar nicht? Hab ja eine Aufnahmepause hinten gemacht. Da vergisst man immer so ein bisschen was. Nein, er kann auch Level 3 werden. Ach, ich sollte mich mal wieder groß machen. Das mir eindeutig mehr zu viel Schaden. Heute nehme ich auch nicht so viel auf. Ein paar Parts auf, nicht so viel. Ich will nachher noch schauen. So, Kanoni, genau, wir müssen wieder zurück. Klingt jetzt vielleicht total blöd, aber wir müssen zum Elfenteich. So, denn wir haben was vergessen. Haben wirklich was vergessen. Das ist, unschön, sowas. So, und treffen direkt wieder eine Dornwespe. Ich habe auch immer einen ab, wenn wir hier landen. Aber wir sind natürlich direkt da, wo wir auch hinwollen. Das heißt, wir verlieren jetzt nicht so viel Zeit. Gott sei Dank. Oh, schon die Treppe wieder hier runter. Ach, guck mal, Berti ist auch nicht mehr hier. Der ist tatsächlich jetzt weg. So, und dann gehen wir. Ich glaube, hier hat man nicht bekommen. Ach komm. Und wie war es bei den Dieben? Gut, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich habe ein Geschenk für euch. Dieser Hammer hat magische Kräfte. Und wir haben den Schrumpfhammer erhalten. Das ist das, was wir vergessen haben. So, haben wir ihn aber wieder. Ist mir nämlich aufgefallen, als ich heute Morgen in den Spielbereich nochmal reingeschlagen habe. Habe ich gesehen, den Schrumpfhammer, den könnte ich ja eigentlich schon haben. Finde ich, habe ich ihn nicht gepult. Jetzt habe ich ihn. Was kann man mit dem Schrumpfhammer machen? Naja, kann ich euch mal zeigen. Der Hammer. Machen wir einfach mal auf sie. Und jetzt ist sie klein. Und ich kann sie aber auch wieder groß machen. Ebene damit. Ich kann einfach nur ausrüsten. Was jetzt gerade mal Blödsinn ist, weil wir wollen ja schnell wieder zurück in den Vierjahreszeitenwald. So. Wunderbar.
dann jetzt hier lang. Du hast gesehen, der Ballon. Da war kein normaler Ballon. Ein Mickey Mouse Ballon. So. Hellster Weg ist, denke ich, wenn wir. Ja, hier oben. Hin. Kanoni-Brüdern. Zum Wassertempel und dann vom Wassertempel. Ach ja, mit Umwege. Aber wir sind definitiv zu stark für dieses Gebiet hier mittlerweile. So, und wir wollen nach Pandoria, wenn ich mich. Oh, da geht's am schnellsten. Wasserfall hast du aus. So, in Pandoria haben sie immer noch einen Dachschaden laut ihm. Sehr nett. Sehr nett. Sehr nett. Und kaboom. Und da sehen wir wieder die Landschaft. Yay. So. Okay, dann wollen wir jetzt mal ganz schnell wieder zurück, wo wir auch hergekommen sind. In den Vierjahreszeitenwald. Kommen! Ah, selbst die kann ich immer noch nicht one-hitten, das ist doch nicht normal. So, ab nach oben bitte. Jetzt brauche ich aber das Schwert, um mich beizu. Schwert wechseln. Axt, wurscht. Schneller geht. So. Kaputt. Und eine Kiste? Nein. Okay. So, dann sind wir auch schon wieder jetzt gleich im Vierjahreszeitenwald und wir können ganz normal weiterspielen. Ab ins Hochland. So. So, dann wollen wir mal richtig Vollgas geben jetzt. So, wir müssen jetzt das Geheimnis vom Vierjahreszeitenwald lösen. Was könnte das Vierjahreszeitenwald-Geheimnis sein? Wir sind auf jeden Fall schon verkehrt herum Jahreszeiten gelaufen. Vielleicht müssen wir richtig herumreihen durchlaufen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Das probieren wir doch einfach mal gleich aus. Winter. Natürlich schon mal ein guter Startzeitpunkt. Dann gehen wir jetzt mal. In Frühling! Hallo Frühling! So, und Popeyes Waffenlevel ist gestiegen. Falsch erreicht Level 3, ja, mehr als Level 3 sollte es sein. Ja, wir haben keine Waffe auf Level 4. Das heißt, Waffenwechsel, und zwar auf. Was haben wir denn? Mir die Klaue geben. Wo kommen denn wir die Klaue? Aber mal gleich auf Level 3 bei ihr. Energiesog Level 0. Das tat weh. Aber Obopuschel ist benebelt. Obopuschel ist immer noch benebelt. So. Kaputt ist kaputt. Und da haben wir eine Donnerkrabbe. Und die ist direkt erledigt. Beim Schlag. Haben wir noch ein paar Puschel. Ja, die machen doch ganz schön Schaden. Also teilweise kriegt man hier 40er Hits rein. Da sind die meine Leute hier relativ schnell. So, Patsche. Aber neue Ausrüstung gibt's noch nicht. Da müssen wir mit dem, was wir haben, klarkommen. Poseidonkröte ist für Nebel. So, wir sind im Sommer. Wir laufen halt einmal komplett im Kreis.
Vielleicht bringt es ja was. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wo man anfangen musste, um das Geheimnis damals zu lösen. Ich meine, es wäre richtig rumlaufen gewesen und nicht verkehrt rum. Aber verkehrt rum sind wir ja schon gelaufen und das war... hat ja nichts gebracht. So. Stopp! Stopp! Sterben! Gut. So, hier können wir mal einen Bonbon geben. Und eigentlich dem Randy auch. Der Krim, der hält sich ja ganz schön zurück. Geht momentan nicht so viel Leben. Salamkröte ist bewusstlos. Hey, das erste Mal, dass wir das bewusstlos gemacht haben. Sehr schön. Und wir sind im Herbst. So, da haben wir Ninja-Kauze und Poseidon-Kröten. Boah, geil doch. Gott. Poseidon-Kröte ist bewusstlos. Ja, ich würde sagen, sie ist tot. So, Ninja-Kauze ist erledigt. Ist los. So, haben wir das? Oder haben wir hier noch unten? Ah, das ist noch einer, ja, genau. Ah. Und Prims Waffenlevel ist gestiegen. Randy erreicht Level 19, Ninja Couch ist bewusstlos. So, Prim hat dann jetzt Maximallevel mit dem Bogen. Oder? Ja. Das heißt, wir können jetzt mal den Speer geben, dass der Speer auf Level 2 kommt. So. Nehmen wir nochmal Ninja-Kauz. Noch erledigt. Können wir gerade mal gucken bei Randy. Doch, wie lange braucht das denn noch? Och, der ist auch schon voll gelevelt. Haben wir irgendwie verpasst. Hat er alles schon auf Max. Gaul fehlt. Gax auch nicht voll. Hatcher auch nicht. Wo laufe ich denn dann noch mit dem... Wahrscheinlich gerade geschafft und wir haben es halt verpasst. So. Also Lanze ist voll. Dann machen wir jetzt Gax. So. Um sicher zu gehen, ich glaube hier ist noch nicht auf maximal, oder? Alle Messer gezogen. So. Komm, Stück, wir wollen wieder in den Winter rein. Sehr gut. Die Kiste, weiter geht's. Und da sind wir schon im Winter. Und. Was eine Donnerkrabbe! Diese nicht, aber ich treffe sie. Da war sie, glaube ich, hinüber. Scheint da nicht zu sein. Gut, weiter geht's. So. Oh, da sind sogar noch zwei. Warten wir mal die Axt ein bisschen auf. Aua. Poi-Poi ist bewusstlos. Wach auf, Poi-Poi. Der war auch bewusstlos. Scheinbar. So. Wo geht's denn hier lang? Genau, und wieder in den Frühling. Jetzt noch einmal in den Sommer und dann, wenn dann nichts passiert, dann haben wir irgendwas verpasst. Ich überleg grad, wo der Geheimgang eigentlich aufgehen müsste. Da müsste ich wieder aufgehen.
Ja, hier oben, genau, da muss ich hin. Da ist der Weg, ja. Aber, ja, ich weiß nicht mehr, wie der Geheimnis war. Das kann... Vielleicht noch vorher was mit drauf machen? Ich hab's vergessen. Wir werden das schon rausfinden. So. Job, du dumme, dummer Krabbe, wunderbar. Passiert noch nichts. Ich laufe jetzt noch einmal bis zum Frühling und wenn da nichts passiert ist, gehen wir nochmal ins Zappler-Dorf. Wolpers Waffenlevel ist gestiegen. Ein Name Fantasia, weil da leveln die Waffen relativ schnell hoch. So, was haben wir noch, was wir hochleveln können? Klaue ist voll, Axt noch nicht. Peitsche aber. Der Exteller ist auch voll, Speer ist voll, Bogen noch nicht. Gaslanze noch nicht. Lanze. Papa hat Level 18 erreicht. 19, oder? Ah, das Zurückstoßen, das nervt. So. Gibt's doch gar nicht. Irgendwo hier mit dem Badach? Oh mein. Oh, das ist auch kaputt. Gott. So, jetzt aber. Ja, Couch hier noch kaputt machen. Zwei Schläge, sehr schön. Dann halten die nicht viel aus. So. Jetzt hier nicht der Geheimgang aufgeht, das Koboldorf, dann... So, die ist kaputt, weiter geht's. Donnerkrabbe! Ach ja. Eieieiei. Da ist schon Level 4. Okay, ich muss ihr einen Bonbon geben, sonst schluckt mir die Prim weg. Und dann langsam aber sicher müssten wir dann doch mal langsam den Weg finden, weil sonst, naja. Axt Level 3 erreicht, sehr schön. Gucken wir uns mal eben an, was der Axt Level 3 macht. Geht schon, der Strahl wird immer dicker. Ja, noch ein kleiner Messelangriff. Wechseln wir jetzt nochmal die Waffe. Also nein, hier tut sich nichts. Gucken wir mal eben, welche Waffen wir noch anziehen können. Axt ist voll, die Klaue können wir noch anziehen. Die Peitsche, dann nehmen wir mal die Peitsche. Dann gehen wir mal ins Dorf.
Zapplingdorf. Vielleicht kriegen wir da noch Informationen. Vielleicht müssen wir erst noch irgendwelche Hinweise auf das Rätsel bekommen, wenn wir weiterkommen. Ich weiß es gar nicht mehr. Prims Waffenlevel ist gestiegen. Er erreicht Level 2. Glaube ich, das Maximum. Vom Speer im Moment. Wecken wir mal fix. Jawohl. Haben wir voll. Axt noch nicht. Glaube auch noch nicht. Nehmen wir ihr jetzt den Axt. Axt. Weiter geht's. So. Hier müssen wir, da oben müssen wir irgendwie hin. Ihr seht, da oben ist ein Gang, da müssen wir hin. Ich weiß noch nicht mehr, wie man den aktiviert. Aber das finden wir noch raus. Achten die Zeit. Ja, müssen wir im Park wohl gleich beenden, wenn wir im Dorf sind. Dann hoffentlich finden wir raus wieder im nächsten Part, wie wir hier weiterkommen. Doch vielleicht falsch rum durchlaufen? Puschelt und Kröte. Lieber und die Puschelt auch lieber. Sehr schön, alle drei Gegner besiegt. So, dann gehen wir nochmal hier in Dörflein. So, reden wir mal mit denen hier vielleicht. Zappel, tapp, tipp. Aua, mein Kopf. Hey, alles okay? Ja, ich kann mich wieder erinnern. Die Reihenfolge der W-Jahreszeiten ist das Rätsels Lösung. Haben wir doch gemacht. Ja, sieht stark nach aus, als hätten wir erst mit dem Tappler reden müssen, damit wir das Rätsel... Na ja, gut. Wir speichern mal. Und dann geht's im nächsten Part weiter. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.